Und weiter geht's mit Let's Play Tomb Raider Salvation Teil 5. Hier in Paris. Einer nicht so schönen Umgebung in Paris. Also da gibt es in Paris deutlich schönere Ecken. Aber wir sind hier ja auf dem Weg zu einem Wolkenkratzer mitten in der Big City. Und wollen da ein Artefakt bergen. Genau, das ist der Stand der Dinge. Und dann sieht halt Paris mal eben so aus. Und nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber wir sind ja auch zum Mittel vom Zweck hier und nicht um einen schönen Sightseeing-Urlaub in Paris zu machen. Sondern wir haben hier Aufgaben. Wir wollen die Welt retten und dazu gehört es halt auch mal durch die Schandflecken der Städte zu kommen. So, ein Hund, der uns attackiert, uns aber hier in dem Moment nichts antun kann, weil wir gerade in einer Animationbewegung waren. Was ein Gerömpel hier rumsteht, das ist ja Wahnsinn, gell? Also mir wäre es jetzt irgendwie lieber, irgendwo oben beim Sacré-Cœur rumzulaufen, im schönen Sonnenschein. Das wäre natürlich schöner, viel ansehnlicher. Aber die schönen Teile von Salvation, die haben wir auch mittlerweile hinter uns gelassen. Beziehungsweise vorerst hinter uns gelassen. Weiß ja nicht, was im letzten Abschnitt noch kommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Schlüssel gefunden und mit dem wissen wir auf jeden Fall, was zu tun ist. Deswegen gehen wir jetzt da einmal wieder zurück. Und setzen den doch direkt ein. Jetzt ist nur die Frage, kommt man da wieder hoch? Ach so, nee, wir haben ja hier unten die Tür geöffnet. Das heißt, wir können hier durch einfach wieder rumlaufen. Das ist ja völlig entspannt. Cool. Nee, da war das ja wirklich eigentlich relativ easy. Und dann haben wir den Schlüssel doch. Und wie heißt er? Yard Key. Okay. Dann stecken wir den mal da rein. Auch ein schönes Schlüsselkästchen. Sieht schön aus. Was hat das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Ach, hier eine Luke auf. Und dann haben wir einen Durchgang. Bewaffnet natürlich. Ich höre nämlich schon Hunde bellen, aber ich glaube, das hat hiermit nichts zu tun. Das sind einfach die Hintergrundgeräusche. Ein lilanes Licht. Und hier haben wir einen Block, oder? Das ist jetzt wirklich ein Blockschieberätsel, aber das ist überhaupt nicht tragisch. Weil den müssen wir einfach nur zweimal ziehen und können dann einmal im Kreis laufen und da ist die Sache schon gegessen. Also das ist wirklich sehr, sehr easy. Und der ist auch so schön beleuchtet, dass man genau sieht, das ist ein Block, den muss man ziehen. So, was ich aber jetzt gerade tun will, ist den Block mal hier unter dieses Licht schieben. Weil das sieht mir doch ein bisschen auffällig aus. Und vielleicht öffnet das ein Secret. Diese Idee kommt mir gerade. Und ich finde, das können wir doch mal probieren. Dafür kürzen wir auch einfach gerne mal ein bisschen ab, dass wir nicht so viel rumrennen müssen. Ich weiß, das habt ihr alle nicht gesehen. Deswegen pfeife ich jetzt einfach mal. Aber das macht es halt jetzt gerade an der Stelle mal ein bisschen schneller. Ist ja nur was zum Ausprobieren. Ob das notwendig ist, weiß ich nicht. Aber bevor man hier ständig im Kreis rennt, kann man das auch so machen. Ah ne, geht überhaupt nicht. Kann man nicht darunter ziehen. Okay, hat sich die Frage schon erledigt. Aber dann haben wir den Block wenigstens aufgeräumt. So, was kann man als nächstes tun? Hier eine Leiter hoch. Kommen wir dann wieder raus oder kommen wir dann irgendwo wenigstens mal rein in die gute Stube? Von dem Ninja, der sich hier versteckt mit seinem Artefakt. Ah ja, eine Tür. Vielleicht kommen wir da jetzt wirklich mal weiter rein. Ah ja. Ach, das haben wir doch schon mal gesehen. Das kennen wir doch. Ah. Und jetzt geht das wahrscheinlich aus. Und wir können da durch. Weil das war doch die ganze Zeit noch irgendwie so fragwürdig. Und jetzt kommen wir da durch. Aha. Weil es nämlich die Stelle, die wir da gesehen hatten, wo Lara nicht lang geklettert ist. Cool. Ja, das war easy. Ja, dann können wir jetzt den Rückweg antreten. Dafür gehen wir jetzt hier mal alles zurück. Zurück, zurück, zurück. Wo kommt man hier raus? Da. Und weit ist der Weg ja gar nicht. Wir laufen jetzt hier mal kurz durch die Gassen und dann sind wir doch schon da. Das müsste eigentlich relativ fix gehen.
Ach so, jetzt kommt die Stelle halt hier nochmal mit dem Wasser. Müssen wir wieder zurück? Aber da kann man ja auch wieder hangeln. Das ist ja nicht das Thema. Und diesmal wieder nicht nach links, weil da die Scherben sind. Okay. Hier war nichts weiter, ne? Das heißt, wir können hier lang. Warten wir einmal durch diese Drecksbrühe. Sieht echt eklig aus. Aber ich glaube, das soll es auch genauso darstellen. Diesen Abfluss in dieser Kanalisation oder was auch immer das hier sein soll. Gut. Dann haben wir es doch. Und gehen jetzt durch dieses Gittertor wieder zurück und können hier jetzt wieder durch den Schacht klettern. Ja, da war ja wieder der Fehler. Okay, wir haben es aber gerade so geschafft. Also es hat ein Haar, wenn wir da wieder drin gelandet sind, hätten uns aufgespießt. Ja, das war jetzt echt mehr Glück als Verstand und ich habe wieder nicht an diese Stelle gedacht. Gut, dass wir das gerade so geschafft haben. Ich weiß nämlich nicht, wann wir das letzte Mal gespeichert hatten. So, jetzt kommen wir endlich hier durch. Und ich bin der Meinung, man hätte die ganze Zeit hier landen müssen. Aber gut, das ist trotzdem sehr nah. Und ich glaube, da wird man einfach durchgesäbelt. Auf jeden Fall stellt es jetzt keine Gefahr mehr dar, weil das Ding dreht sich nicht mehr, es rotiert nicht mehr. Und dann können wir da ganz schadfrei durch. Und jetzt hoffentlich wirklich mal langsam da rein. In die gute Stube. Ja, das sieht auch so aus, als würden wir jetzt mal reinkommen. Vielleicht verlassen wir jetzt diese dunkle Gegend hier. Deswegen zünden wir gerade nochmal eine Fackel an, das war nicht geplant. Aber wenn wir schon mal so weit sind, nehmen wir sie auch mit. Schön. Hier ist sogar ein TV. Da können wir mal so ein bisschen chillen hier, Lara. Was hältst du denn davon? Cool. Ja, das ist schön. Mal hier mal so ein bisschen hinhocken. Mal ein bisschen Fernsehen gucken. Können wir mit Lara eigentlich mal so ein bisschen Tomb Raider, die Wiege des Lebens schauen oder so. Der Film kommt ja nonstop im Fernsehen. Also wenn Tomb Raider im Fernsehen kommt, dann ist es die Wiege des Lebens. So ist bei mir zumindest immer der Fall. Da schauen wir mal, weil im Anwesen, im ersten Salvation-Teil, war ein Secret hinter so einem Bild versteckt. Also ein etwas größeres. Das haben wir nicht gefunden. Und da hadere ich heute noch mit, dass wir das nicht gefunden haben. Nehmen wir die Fackel nochmal mit oder machen wir eine neue? Wir nehmen sie erstmal mit. Wir müssen ja sparsam mit unseren Ressourcen umgehen. Und sie halten ja auch relativ lange. Ah ja, hier liegt nämlich Munition. Zweifache Ausfertigung. Dreifache Ausfertigung, vierfache Ausfertigung. Das hat sich gelohnt, hier mal einen Abstecher zu machen. Aber hinter den Bildern ist nichts versteckt. Und hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Ist nur wieder so eine aufgemalte Tür. Dann laufen wir wieder durch den schönen Perlenvorhang durch. Das ist ein schönes Bild, oder? Wie Lara hier steht und durch diesen Perlendurchgang läuft. Schön. Aber wir sind jetzt hier nicht in dieser Wohnung, um hier ein bisschen rumzuchillen, sondern wir haben einen Auftrag. Ich finde das echt cool gemacht hier mit diesen Perlenketten. Muss ich ja schon sagen. Idee ist gerade, diesen Schrank zu öffnen, Schubladen, und zu gucken, ob da was drin ist. Gleich wieder mit Zerstörungswut rangehen. Nicht die feine englische Art, aber die kennt Lara ja nicht. Ich höre doch Schritte. Aber was ist das hier für ein komischer Raum? Ah ja, da kommt man auf jeden Fall wieder raus. Aber erst, wenn man hier etwas eingesetzt hat. Also hier müssen wir irgendwas finden in dem Gebäude und das da einsetzen, dass wir rauskommen. Ach, da ist sie ja endlich. Da haben wir doch die ganze Zeit drauf gewartet. Und wir haben nur Normal-Ammo. Sehr gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall jetzt die MP, da sind wir besser ausgerüstet. Sehr gut. Feier ich. Damit ist hier wieder eine Tür. Gehen wir erstmal da lang, weil es gerade passt. Kommt doch bestimmt wieder ein Typ. Ja, nein, das ist ein Baum. Ach, ein Hund. Oh, war der schnell tot. 2, 3 Schuss von der MP und der Hund war hinüber. Das ging echt schnell.
Wow, geht das schnell, ey. Also sieht man mal, wie unterschiedlich stark diese Waffen sind. Bei den Pistolen muss man gefühlt eine ganze Minute auf den Gegner einknallen, bis er mal stirbt. Und hier war das innerhalb von 3 Sekunden erledigt mit ein paar einzelnen Schuss. Schon krass. Ah ja, da ist wahrscheinlich nur Munition. Dann gehen wir da gerade nochmal rein und nehmen die mit. Aber das ist echt mega cool. Also diese MP ist ein Träumchen. Haben wir sie denn auf welcher Schnellwahl? Auf der 2. Okay, die hat die Schrotflinten Quickwahl-Taste. Ah ja. Ah ja, und hier war jetzt die Munition, genau. Gut. Haben wir wieder 142 Schuss. Also ich glaube, die Munition geht uns jetzt so schnell nicht aus, weil die Gegner sind ja so schnell tot nach ein paar Schuss. Und wir haben echt viel davon jetzt auf der Waffe, deswegen ist es, glaube ich, jetzt echt entspannt, munitionstechnisch. Wir können jetzt hier immer mit der MP um uns ballern. Freue ich mich schon drauf, das macht Spaß. Da ist jetzt hier, okay, eine Dachschräge, da können wir dann da drauf springen. Jawohl. Ah, okay, kann man jetzt entweder darüber hangeln oder über diese, nee, das glaube ich nicht, über die Säulen. Ich glaube, wir hangeln mal. Oh, Fehlanzeige. Probieren wir es doch mal. Okay, das geht sogar tatsächlich. Ach, da liegt was. Ich glaube, das ist das Ding, was wir brauchen, um da einzusetzen, oder? Ich glaube, das ist das Ding. Jetzt nehmen wir erst nochmal hier Anlauf. Und ich frage mich gerade, hinter dem Baum, soll das ein Secret sein? Oh, cool. Also apropos Secret, das ist die Secret Rose. Umgestaltet. Oh, sieht die schön aus. Cool. Das ist schön gemacht. Aber das hier ist doch jetzt wohl kein Secret, oder? Das wäre ja voll billig. Ist das hier ein Secret? Tatsache. Also ich muss wirklich sagen, bei Tomb Raider Salvation sind die Secrets relativ easy. Außer jetzt, sag ich mal, im Croft Manor. Da haben wir ja eins verpasst hinter dem Bild. Das fand ich gut versteckt. Also, dass man das Bild einschießen muss, muss man erstmal drauf kommen. Und ganz vereinzelt haben wir auch ein paar Secrets übersehen. Aber wir haben auch sehr viele. Naja, sehr viele ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Salvation-Teile gehabt, in denen wir alle Secrets gefunden haben. Und trotz eines Blind-Let's Plays. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das war mega offensichtlich. Und auch das am Level-Anfang war auch total einfach zu finden. Also die sind wirklich teilweise sehr, sehr einfach versteckt. Das muss man schon sagen. Aber ich freue mich ja, weil ich habe ja gleich am Anfang des Levels schon Lunte gerochen, weil ich dann sofort ein Secret hatte und dann irgendwie das Gefühl hatte, jetzt unbedingt alle haben zu müssen. So, jetzt setzen wir erstmal diese Rose hier ein. Das ist... Oh! Okay, es sind 3. Aber ist gar nicht so schlimm, weil wir haben ja die MP und wir können uns dabei beim Schießen sogar fortbewegen. Und das ist ein Luxus für eine MP. Weil normalerweise stockt Lara und setzt dabei ab, weil sie immer erst im Stehen zielen muss. Bei Tomb Raider 3 auf jeden Fall. Und das ist hier sehr entspannt. Und der hat was für uns, oder? Das sehe ich doch. Ja, der hat doch was. Ne, der hat anscheinend nur eine Meise. Ne, der hat wirklich nichts. Ich glaube, ich habe die Hand gerade von dem als ein Medipack eingeordnet. Naja, was soll's. Gibt ja Menschen mit heilenden Händen. Die müssen nur eine Hand auflegen und schon ist man gesund. Also warum auch nicht hier? Was ist das denn? Da muss doch bestimmt irgendwas eingesetzt werden. Okay, hier ist so ein Block, den man irgendwie hoch runterschieben kann wahrscheinlich. Jo, jetzt stehen wir hier wie so eine Trophäe. Und denken uns, hey yo, wir sind Lara Croft. Uns gehört die Stadt Paris.
gehört mir. Ja, Lara, träum weiter. Komm runter von deinem Podest, von deinem Sockel hier oben und mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Danke. Ja, aber was bringt es jetzt hier? Also hier haben wir wirklich ein komisches Gestell. Einschießen lässt sich das nicht und damit lässt sich auch nichts machen. Aber vielleicht kann man da die... Ah, Brechstange einsetzen. Okay. Und das fährt das runter und dann haben wir da einen Durchgang. Durch den wir in der nächsten Folge durchgehen werden. Also bis dann. Macht's gut. Ciao.